So, jetzt stehen wir bei uns im Flur und dann kann ich euch mal zeigen, wo die Lampe, unsere selbstgebaute Lampe, hin soll. Da oben soll sie ran und wir haben eine Deckenhöhe von 5,40 Meter. Dementsprechend, ja, ist das gar nicht so einfach. Hier ist das Equipment von IKEA. Zeige ich euch nachher. Das sind so Lampenschirme, die benötigen wir dann sozusagen. Hier dieses Edelstahlgehäuse. Damit kann man das nämlich schön befestigen. Das Lampenglas hier. Zeige ich euch dann gleich. Dann dazu die zugehörigen Birnen. Natürlich kann man auch andere Birnen nehmen oder LEDs. Moin, bin jetzt im Baumarkt und dann schauen wir mal, was wir für Sachen nehmen können. Wie spiegelt man das denn jetzt hier? Oh, das geht ja gerade. Das ist ja doof. So, ich habe mich entschieden für die runde Variante, also mit dreiadrigen Kabel. Damit mehr Stabilität haben. Jetzt müssen wir nur mal gucken wegen der Länge. 5 Meter reichen nicht. 10 Meter. Genau. Das ist es. So, jetzt liegt das Kabel schon mal hier abgerollt da. Mit einem Zollstock. Dementsprechend das Kabel einmal daneben gelegt. Wie gesagt, abgerollt. Und bei 10 Meter Kabel Länge habe ich dann jeweils alle auf 3,30 Meter abgeschnitten. Und ja, hiermit mit so einem Seitenschneider ganz normal geht das ruckzuck, kann man das so durchschneiden. So, hier sind wir mit dem Lampenschirm. Das Kabel benötigen wir quasi, was wir dann nachher mit dem Glas verbinden können. So, einmal, da kommt nachher das Glas hier zwischen. Das können wir uns nachher mal anschauen. Eben lösen alles. Das geht ja doch ganz einfach. Sieht man da drin, dass die. Ach, jetzt da. Ja. Dieser Nippel war das gerade, mit dieser Kunststoffsicherung, die den gedrückt hat. So, kann man schon gut lösen. Jetzt liegen die Kabel fast frei. Genau, das müssen wir noch im guten Zustand beibehalten, deswegen müssen wir vorsichtig die Kabel lösen. Nehmen wir uns mal eine Spitzzange und können einmal dran ziehen. Na gut, die sind doch ein bisschen fest. Dann, da wir das Kabel ja eh nicht brauchen, würde ich sagen, schneiden wir es durch. Beide Seiten. Da kommt ja quasi das Kabel dran, was wir uns schon zurechtgeschnitten haben. Und eigentlich kann man die so herausziehen. Genau. Ein bisschen fester war es. Das ist unser Kabel. Da stecken wir gleich unser neues Kabel, was wir uns zugeschnitten haben, rein. Mit so einer genannten Hülse. Kabelhülse. Auch aus dem Baumarkt geholt bei Obi. Genau, stecken wir es dann zusammen.
So, hier ist unser Kabel schon, was wir vorhin hatten. Hier ist ein Abisolierkabel, also fürs Abisolieren des Kabels nutzt man das. Packen wir uns da schon mal recht. Also hier sind so Messer dran. Und wie man sieht, habe ich das vorhin einmal schon so dran gedreht und da brauchen wir es nur noch abziehen. So, Erdung brauchen wir hier in dem Fall nicht. Also Erdung ist immer gelb-grün. So. Jetzt habe ich eine abisolierte Zange. Damit kann man das Kabel dann nochmal abisolieren. Kann man es gut sehen. Schon eingestellt. Wir brauchen nur so mal ziehen und schon ist es abisoliert. Dann drehen wir das nochmal vorne. An der Spitze. So, hier haben wir die Hülse. Schauen mal, ist es lang genug? Ja, es kommt so raus, sonst hätte ich das nochmal anders eingestellt, damit wir eine andere Länge haben, aber die Länge ist so gut. Und na, lass uns das doch lieber noch ein bisschen nachjustieren. Also ein bisschen mehr an beiden Seiten muss man es einstellen. Und da ist der Anschlag hier. Ich glaube, das geht noch. Ja, macht er noch. Und da auch. Wäre natürlich besser, wenn man es im Vorfeld schon einmal richtig macht. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir die perfekte Länge. Und immer darauf aufpassen, dass kein Draht rausguckt. So. Ah, schon wieder passiert hier. Ja. Nehmen wir die Hülse. Und die passt nicht, warum nicht? Das ist jetzt halt auch. Ja, wie man sieht, wenn man sowas filmt, dann klappt das nicht immer sofort alles. So, passt. Genau, guckt sogar raus ein bisschen. Doch, so können wir es lassen. Dann müssen wir die Hülse nur noch fest justieren. Also ich drücke die dann so ein bisschen platt hier. Es gibt auch eine spezielle Zange dafür, die habe ich jetzt leider nicht. Aber das kann man so machen. So. Und dementsprechend kann man es da wieder einfügen und es hält. Ja. Okay, mit Gewalt kann man schon rausziehen, ist klar. So, wie man sieht, ist der hier auch. Kann man einfach rausziehen. So, das war braun. Dann setzen wir das mal eben wieder rein. Können wir mal schauen, ob das so passt. So. Und so.
schon drin. Und da ist auch schon dran. Da sieht man die Sicherung. Damit sind die wieder fest verankert. So, wichtig ist hierbei, dass wir, um die Befestigung wieder zu nutzen, müssen wir die Kappe mitnehmen. Nicht vergessen, die drüber zu führen. Die Hülse nehme ich dann nachher, weil das Kabel ja noch auf der anderen Seite noch nicht befestigt ist, können wir das erstmal so lassen. Und braun war dieser. Sind zwei Löcher, ist aber egal, welches wir da nehmen. Diese, den kann man so gut schon reinführen und hält auch direkt. Und hier genauso, ist eigentlich egal, wo man welches man benötigt hat und hat schon eingeklickt, eingerastet und fertig. Den brauchen wir jetzt nicht, könnte man eigentlich schon abklemmen, weil wir die Lampe nicht erden werden. Lassen wir jetzt aber erstmal dran. Schauen wir uns das gleich erstmal an mit den Lampenschirmen. So, die Hülse, okay, das können wir auch nochmal machen. Jupp, dann nehmen wir das einmal raus hier. So, das von der anderen Seite kann man das dann schon. Ja, so rum, genau. Und die Hülse. Da auch mal drauf. Und dann ziehen wir das Ganze einmal durch. Ja, doch was vergessen. Wir wollen ja auch die Kappe haben. Und dann kommt die Hülse, ne? Die Erdung, wie gesagt, lassen wir aber drin. Passiert auch nichts mit. Genau, die Kabel habe ich gewählt auf 4 cm quasi, dass man die dann abschneidet. Also beim Abisolieren der Zange kann man dann, genau, also ich habe 4 cm aber gewählt. So, dann drückt man das ein bisschen durch wieder. Zieht ein bisschen. Ja, schon Kratzer drin. Genau, diese Hülse brauche ich ja jetzt. Nochmal einmal sicher gehen, ob alles fest ist. Ja. So, ist fest. Dann nehmen wir die andere Seite vom Gewinde. Müssen wir eben schauen, ist es so rum? Ne, so rum. So. Andersrum, wa? Ja. Genau. Ja, man hört das schon rattern.
Jetzt ist auch gesichert wieder. Und die Hülse. So. Ich auch noch dagegen schrauben. Ach nee, Quatsch, da kommt ja das Glas gleich dazwischen. So. Und schon haben wir einen neuen Lampenschirm. Ich hole mal das Glas und dann schauen wir uns das mal an, wie das im Gesamten aussieht. So, hier ist das Lampenglas, was wir auch von IKEA haben. Das packe ich mal schnell aus hier. So sieht das Ganze aus. Also vorsichtig sein. Und dann ist das ganz einfach. Man verbindet das hier oben. Und kontert das dann. Jetzt fehlt mir natürlich eine Hand hier. Nur handfest, weil es ja Glas, es kann brechen. Und fertig. Jetzt lassen wir es mal kurz liegen. Und ein bisschen beiseite. Hier haben wir eine LED. Die kann man dann auch noch dimmen. Dementsprechend, also ist euch überlassen, was ihr da so nehmt. So, das ist natürlich zugeklebt. So, einmal öffnen hier. Die Lampe. Genau, die können wir dann auch ganz normal verschrauben. So. Und fertig. So, final hängt die Lampe jetzt.